So Leute, lasst uns keine Zeit verlieren. Wir müssen noch 5 Schattenkäfer hier im Gebiet von Ranel suchen gehen. Und davon sind noch ein paar bei der Höhle der Zorras zu finden. Also auf zur Höhle. Da sind wir auch schon. Und da vorne ist auch schon Sophie. Der Prinz Rades ist doch noch so jung und die Königin... Ja, stimmt, die ist uns nämlich erschienen. Wenn wir zu viele Kräfte für den Suchtrupp abzweigen, ist die Bewachung der Höhle nicht mehr gesichert. Hm. So, direkt da über dem Wasser ist so ein Vieh. 3 Schattenkäfer sind hier. Und einer ist dann vor allem auch noch in der Stadt. Den ich ja eh schon einmal gesehen habe. So, komm her. Zack. Ah, verdammt. Na, komm schon. Los. Auf mit dir. Und stirb. Jawohl, erwischt. Sehr gut. Super. Dann ist da drüben noch einer. Der ist irgendwo hier gleich. Ja, das war da. So. Zack. Nein, du gräbst dich nicht ein. Du stirbst und gibst mir dein Licht. So. Der letzte, der ist jetzt oben. Weiß gar nicht, kann ich nicht einfach das abkürzen, indem ich mich da jetzt hinwarpe? Ja, was willst du? Warpen. Weil zur Höhle des Zorras kann ich mich auch direkt hinwarpen. Dann spare ich mir den langen Aufstieg. Bitte. Na, so geht das doch gleich viel schneller. Und hier ist jetzt der letzte Schattenkäfer von diesem Bereich, und zwar da oben. Na los, komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Und tschüss. Vor allem war das ja so krass. Die ganzen Zorras waren hier im Eis eingefroren. Und als wir dann diesen riesigen brennenden Stein vom Todesberg her teleportiert haben, ist ja das ganze Eis auseinandergebrochen. Das Wasser ist rausgeschossen. Die Zorras liegen jetzt hier alle größtenteils noch rum. Können es immer noch gar nicht fassen, was passiert ist. Und dann ist uns einfach mal der Geist von Lucida erschienen, der Königin der Zorras. Und hat uns gebeten, ihren Sohn Prinz Rades zu retten. Und den haben wir ja auch gesehen. Der wird von Ilir in Thelmas Gasthaus gepflegt. Er ist scheinbar schwer krank oder einfach nur schwer verletzt. Und deswegen hat sie uns gebeten, dass wir ihm helfen sollen, weil dann verleiht sie uns als Dank die Gabe des Wassers. Und damit können wir dann wie ein Zorra im Wasser schwimmen. So. Das heißt, jetzt muss ich hier irgendwie in die Stadt zurück, aber auch da gibt es glücklicherweise eine Abkürzung. Angriffe durch diese Schattenwesen, Lava im Thronsaal. Was geht hier nur vor sich in letzter Zeit? Erst die Königin und nun auch noch der Prinz. Man sollte an solche schlimmen Sachen nicht einmal denken. Ja, aber es ist leider passiert. Das ist so extrem, dass die Königin echt tot ist. Die haben die echt umgebracht, diese verdammten Bastarde. Diese blöden Schattenwesen. So, es gibt jetzt nämlich hier... Keine Sorge, den Goldenen Wolf habe ich im letzten Part noch gerufen. Es gibt jetzt hier eine kleine Abzweigung und die bringt mich direkt zurück in die Stadt. So, seht mal, jetzt komme ich nämlich hier bei der Brücke wieder raus. Also direkt Stadt zwar leider nicht, aber immerhin relativ in der Nähe. So. Geht wesentlich schneller, als wenn wir den ganzen weiten Weg vom Hüllesee wieder hier hinlaufen müssen. Das wäre ja Wahnsinn. So, also es ging sich halt wie gesagt leider im letzten Part nicht aus, den gesamten Strahlentor einzusammeln, weil eben gerade hier in diesem letzten Gebiet die Schattengifter sehr weit auseinander liegen. Aber dafür wurde die Menge ja wenigstens hier reduziert. Es fehlen ja nur noch mehr 2. Also beeil dich gefälligst, schneller! Noch schneller, viel schneller. Keine Zeit mehr. So, die werden jetzt alle ignoriert, die Gegner, weil die halten mich nur nötig auf. So, da oben sitzt übrigens der goldene Wolf auch schon, aber den kann ich ja nur anquatschen, wenn ich wieder ein Mensch bin. Aber das merken wir uns mal für später, für die nächste okkulte Kunst. Okay, jetzt kommen diese Viecher. Die waren nämlich beim ersten Besuch, sind die noch nicht aufgetaucht, aber jetzt schon. So, und es kommen... 1, 2, 3... Es sind 3, okay. 1, 2, 3 und die schlag ich zu Brei.
So, dabei aufpassen, dass euch zwei so zusammen und dich halt einzeln. Dann habt ihr keine Chance. Vor euch habe ich schon lange keine Angst mehr. So, du komm her und jetzt wieder Double Kill. Ah, verdammt. Nein. Ja, diese scheiß Barriere. Mann, du bist doch scheiße. Wer hat denn die Barriere hier so dämlich aufgestellt? Bin doch voll dagegen geprallt. Voll dumm. Mann. Komm gefälligst her und du auch so. Los, ein bisschen weiter hierher. Hier, hier. Ja, so ist gut. So ist gut. So, und jetzt sterbt. Na also, das ist immer so blöd, wenn du irgendwie nur einen kleinen Fehler machst, dann beleben die sich halt gegenseitig wieder. So, schnell ab in die Stadt, den einen Schattenkäfer töten, wenn er nicht eh schon tot ist, habe ich nämlich schon einmal gemacht, als ich das erste Mal hier war. Da bin ich jetzt nämlich echt gespannt, ob der tot geblieben ist und der Strahlentor einfach jetzt so rumschwebt oder ob ich ihn nochmal töten muss. Bin ich jetzt echt gespannt, wie das ist. Weil das hat mich selber gewundert, als ich das erste Mal hier war, war nämlich der Schattenkäfer auch schon da. Und ich konnte ihn tatsächlich schon killen. Ja, der Strahlentor schwebt einfach hier rum. Also wie gesagt, den einen Käfer hatte ich schon vorher und... Yeah! Moment mal. Da fehlt ja noch eins. Nanu, seltsam. Da fehlt aber noch ein Tropfen. Wo ist der letzte Strahlentor? Was? Da ist der... Was ist das? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Wir waren doch schon am See. Und auf einmal... Sehr seltsam. Naja gut, müssen wir halt doch nochmal zurück zum See. Aber wir können uns ja zum Glück jetzt auch dorthin warpen. Also bitte warpen. To the Hyliasee, bitte. Irgendetwas ist da auf dem Wasser. Das macht mir ein bisschen Angst. Der letzte Strahlentor ist nämlich jetzt leider nicht so einfach zu bekommen wie sonst. Da haben sie sich nochmal was richtig Geiles einfallen lassen. Ihr werdet gleich sehen, was da auf uns zukommt. Oh mein Gott, Alter, wie fett ist das Vieh denn bitte? Tja, das ist die Schattenkäferkönigin. Wir müssen ja irgendwo... Die ganzen Kleinen müssen ja auch woher kommen, nicht wahr? Und das, das ist halt von ihr. Das geht von ihr aus. Das ist ihre Königin. So. Die muss natürlich aufpassen, die ist ziemlich stark. So, wenn sie nicht mehr blitzt, dann kann ich sie hier wieder angreifen. Vorsichtig, vorsichtig. So, und nochmal angreifen. Ah, verdammt. Los, komm gefälligst hier runter, du fettes Schwabbel. Kommst du her? Vorsicht. So, und jetzt. Ah, immer noch nicht. Ich muss nämlich warten... Wenn ich sie mal so angegriffen habe, dann landet sie irgendwann auf dem Rücken im Wasser und dann kann ich ihre Beine oder was auch immer gleichzeitig mit dem Kraftfeld angreifen. So, Vorsicht und komm her! Ja, jetzt, so, Achtung, jetzt bist du erledigt, Schattenkäferkönigin, stirb!
Wir haben es geschafft, Leute! Nie mehr wieder Schattenkäfer! Du hast den Tiegel des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Und jetzt besorgst du mir den letzten Schattenkristall. Man sieht sich. Mein Name ist Ranel. Durch deine Hilfe konnten wir Lichtgeister in Hyrule wieder zum Leben erweckt werden. Nun, Auserwählter, die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich in einem Schrein am Grunde des Hyliasees. Nur eins darfst du niemals vergessen. Diese Kraft wurde von den Göttinnen mit einem Bann belegt und dem Zugriff Sterblicher entzogen. Einst stiegen die Göttinnen auf die Wüste Erde hinab und erst durch ihr Wirken entstanden Leben und Ordnung in Hyrule. Sodann verteilten die Göttinnen die Macht gerecht unter den Lebewesen dieser Welt und kehrten zurück in die Himmel. Das Land aber, wo die Göttinnen auf die Erde hinabgestiegen waren, wurde forthin das Heilige Reich genannt. Lange Zeit lebten weise Völker in Frieden und Wohlstand auf der Erde. Doch schließlich entbrannten bittere Kämpfe um die Herrschaft über das Heilige Reich. Einige entdeckten die Kraft der Magie, lernten diese zum eigenen Vorteil einzusetzen und versuchten mit ihrer Hilfe die Kontrolle über das Heilige Reich zu erlangen. Schließlich schickten die Göttinnen Hyrule uns, die Lichtgeister, auf die Erde hinab. Und es gelang uns, die starke Magie zu bannen, derer sich jene bedient hatten. Der Urquell dieser Magie jedoch ist jene dunkle Macht, der Schattenkristall. Darum sei bereit, Auserwählter. Derjenige, der nichts von den Gefahren weiß, die seiner Kraft innewohnen, wird am Ende selbst von ihr beherrscht. Das, Auserwählter, vergiss niemals! Die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich im Seeschrein am Grund des Hyliasees.
Boah, also das war auch wieder eine mega geile Cutscene. Der letzte Lichtgeist ist eine Seeschlange. Und jetzt gab es erstmal ein bisschen Schöpfungsgeschichte und der Rest war, ja, der war ziemlich psycho. Also wieder auf einmal ganz viele Elias aufgetaucht und sie liegen so und auf einmal ist er wieder aufgewacht und wieder zu sich gekommen. Ja, also wir haben einfach nur eine Warnung bekommen, dass wir uns vor der Macht des Schattenkristalls in Acht nehmen sollen. Dass wir nicht selbst von dieser dunklen Magie beherrscht werden. Aber keine Sorge, das werden wir niemals zulassen. Und jetzt ist endlich das Licht wieder da. In allen Gebieten von Hyrule. Gibt's keine Schatten mehr. Und da wir die Schattenkäferkönigin getötet haben, können auch keine Schattenkäfer mehr nachkommen. Und endlich ist der Hyliasee auch wieder so, wie er sein soll. Vor allem mit dieser unglaublich schönen Musik. Ist auch eine meiner liebsten Hintergrundmelodien in diesem Spiel. Und ich meine, das ist doch mal ein Hyliasee, oder? Nicht so, so ein kleines Wasserloch wie in Ocarina of Time. Das war ja schon fast kein See, das war ja lächerlich. Aber hier, das ist ein so geiler großer Hyliasee. Den liebe ich einfach total. Und ja, ich würde gerne wieder den Part beenden, weil jetzt ist viel passiert, die Cutscene hat noch lange genug gedauert, war aber wirklich super duper geil gemacht. Und den nächsten Part dürfen wir aber nicht vergessen, wir müssen immer noch Prinz Radis retten, den Sohn von Königin Lucida, weil sie uns ja da was versprochen hat. Und ohne diese Gabe des Wassers können wir sowieso nicht zum Seeschrein, der sich ja wirklich ganz da unten befindet. Weil wir haben nämlich da so ein Problem mit dem Luftanhalten unter Wasser, ne? Also, danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal am Hyliasee bei Twilight Princess HD. Macht's gut, Leute. Tschüss.